Hey Leute, willkommen zurück zu Corps Party. Oh Gott, wir werden immer noch von dem verrückten Streber mit dem Fotoapparat bzw. mit seinem Handy verfolgt. Alter, lass mich doch in Ruhe. Oh, die arme kleine Yuka ist hier. Oh, da ist nur noch... Da ist nur noch so ein Fleck. Ah. Okay. Ist er uns immer noch auf den Fersen hier, der ekelhafte? Ich finde ihn so unheimlich gruselig. Den Streberboy. Der will uns doch umbringen. Es ist einer dieser Leute, die hier verrückt werden. Nicht wahr? Es hieß doch, die werden irgendwann alle verrückt. Oder sonst irgendwas passiert mit ihnen. Ja, eine Leiche. Die habe ich, glaube ich, schon. Warte mal. Ich habe mal geschaut. Wir haben hier noch eine Liste mit Victims. Okay, die habe ich mir schon angesehen scheinbar. Weil hier sind die Namen noch, die wir gefunden haben. Und mir fehlen 7 Stück. Steht ja unten. 9 von 16 habe ich. Mika Naruse. Ushitaki, lololololo und so weiter und so fort. Ja, wir müssen unseren Bruder finden. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich will nicht länger hierbleiben mit der kleinen Yuka. Ja, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Oh, irgendwas passiert doch hier. Das arme Kind. Lom. Aha. Keine Seele beim Piano. Naja. Aber was anderes gehört, oder? Wer spielt denn sonst hier Klavier, sag mal? Ach, dieser gruselige Typ, Mann. Ah. Musikzimmer ist verschwunden. Ah. Der dreht doch noch durch. Ja. Der wird uns noch früher oder später jagen hier. Und ich hoffe, sie kann entkommen. Was soll ich denn tun? Hier führt kein Weg weiter. Ich muss wahrscheinlich wieder zurück. Ach Gott. Das ist so furchtbar alles. Oh, genau. Oh. Was? Es fühlt sich an, als würde ich zerspringen. Ja, drüber klettern ist keine gute Idee, weil überall Glas ist. Oh nein. Gott. Ah. Ja, ja, ja. Leute, ich habe Gänsehaut am ganzen Leib mal wieder. Es ist herrlich. Oh. Ja. Da war wieder diese Seele. Dieses Fragment, das übergeblieben ist, wenn jemand... Ha! Du Penner! Du willst mich wieder fangen, ne? Hau bloß ab. Hau bloß ab. Alter, ich schwöre dir. Lass mich. Komm jetzt nach, ne? Komm jetzt nach und sag wieder, warum läufst du denn weg? Hey! Hey! Ha! Nein! Nein! Oh Gott, er kommt... Ah, er kommt nicht hinterher, oder? Er bleibt wahrscheinlich im Treppenhaus. Nein, nein, nein. Oh, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, du Schwein. Hilft mir denn keiner? Warum? Ich bin hier ganz alleine und der Typ verfolgt mich. Oh, hey. Oh, hey. Oh, je. Je. Je heißt nein. Nein heißt nein, ja? Versteh das bitte. Und verfolgt mich nicht länger. Oh, das tote Mädchen. Sag mal, es ist so. Sie atmet nicht. Ja, da ist er schon wieder. Der ist so schnell. Der Kerl ist so schnell. Ja, ja, alles zu. Nein, 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 nein. Kommt er mir immer noch nach, ja? Oh Gott. Kann ich ihn vielleicht zu einem Geistermädchen draußen locken und sie greift ihn dann stattdessen an? Das wäre himmlisch. Das wäre ein Träumchen. Ich muss mich verstecken. Ja, wo denn? Geht ja nicht in der Toilette, da ist ja alles... Oh. Hilfe. Unser Bruder, ich hab Angst. Ja, ich auch. Scheiße. Da ist er wieder. Nein! Das Geistermädchen. Ist ja noch schlimmer. Ist verschlossen. Nein! Lass mich. Lass mich. Hilfe! Nein! Ich kann nichts machen. Lass mich doch in Ruhe, Mädchen. Ich hab dir nichts getan, ja? Ich bin doch selber noch ein kleines Kind. Hilfe! Hilfe! Muss ich mich jetzt unbedingt fangen lassen, oder wie? Was soll das? Ich will nicht.
Was? Sieht nicht aus wie ein gutes Versteck. Ja, kann ich mir vorstellen. So, und jetzt? Oh nein. Oh nein. Okay, jetzt kommt es nicht weiter, das Vieh. Habe ich irgendwelche Tools? Nein, ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts. Ich in die Augen gucken. Oh, Kinder. Rosa, Bruder. Oh, oh. Yuka, bist du das? Rosa, Bruder. Hilfe, rette mich, Rosa, Bruder. Oh, nein. Oh, es ist er nicht, oder? Das ist bestimmt der. Oh, wo ist er denn? Ist er in einer anderen Dimension auf einmal, nur weil wir rausgehen gegangen sind, pinkeln? Rosa, Bruder, wo bist du hin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute, ich hab's überlebt, aber ich weiß nicht wie. Oh, was ist das denn? Oh, du. Gummi. Oh, es tut mir sehr leid. Was? Wer bist du denn? Den kennen wir auch noch nicht. Rosa, Bruder, du hast gelogen. Das ist nicht. Du hast gelogen, du hast gesagt, du lässt mich nicht alleine. Das ist er nicht. Ja? Kegawa, nai kai. Bist du verletzt? Gomen nasai. Es tut mir leid, das ist nicht mein Bruder. Watashi wa Mochida Yuka te imasu. Mein Name ist Yuka Mochida. So. Boku wa Kizami Yuya. Byakudan Koutou Gakkou no 2 nen da. Aha, ich bin ein Elftklässler. Yuya Kizami heiße ich. Yuka, oder? Du bist auch hier gelandet. Hast du auch diesen verbotenen Sachiko-Zauber benutzt? Oder dieses Ding halt, diesen Charm, ja. Ich weiß nicht. Ich verstehe. Was? Ja, du hast mich gerade großen Bruder genannt, also vermute ich, er ist hier mit dir. Großer Bruder. Ah, sie weint halt die ganze Zeit. Du armes Mädchen. Ich wurde auch von meiner kleinen Schwester getrennt und ich suche gerade nach ihr. Naja. Deine kleine Schwester ist auch hier? Ja, ist sie. Ich weiß ja nicht. Kimi no Nisan wo sagasou. Ja, wenn du magst, kannst du mich begleiten. Dann suchen wir nach deinem großen, suchen wir gemeinsam nach deinem großen Bruder. Die Lebenden sollten an einem Ort wie diesen zusammenhalten. Meine arme Schwester ist wahrscheinlich auch gerade irgendwo und weint. Ja, ich muss sie einfach finden. Also was sagst du? Schließt du dich der Jagd an? Ja, bitte. Bitte hilf mir, meinen großen Bruder zu finden. Der Jagd. Das werde ich. Mach dir keine Sorgen, wir werden ihn sicherlich finden. Oh, nee. Ach, jetzt läuft sie ihm hinterher. Yuka Kizami. Nee, Yuya Kizami. Ich weiß ja nicht, Leute. Das ist irgendwie ein seltsamer Zufall. Oder? Ich weiß nicht, das ist alles ein bisschen zu... Hier wäre ein anderen Flügel? Ich weiß ja nicht. Na, haha. Ich möchte das wirklich nicht, aber... Was bleibt das für eine andere Wahl? Ich meine, Yuka ist ganz alleine, sie kann hier nicht alleine rumlaufen. Ach Gott, nee, komm, wir gehen. Oder warte mal, ist er vielleicht stark genug und kann die Dinger beiseite räumen? Aha. Ja, wir kommen hier nicht durch. Also. Ich hab's gewusst. Oha. Gut, das war jetzt unerwartet.
Ich hab gewusst, er schafft das. Der ist ja stärker als die anderen. Die anderen sind ja alle noch so Teenager. Und er ist wahrscheinlich schon am Ende seines Teenager-Daseins. Ja, eine Leiche mit blassen Knochen liegt da. Und Misato, Municipal Schule, die Akihiko Kagarazaka. Ja, ein Name, den ich wieder kaum aussprechen kann. Oh ja, da liegen noch mehr. Scheint sich um einen Mittelschüler zu handeln. Wenn man die Größe in Betracht zieht, Yuki Tsuruta. Aha, die Überreste eines sehr großen Individuums. Hato Sudo. Ja, hier ist auch kein Klassenzimmer. Die ganzen Türen. Alle verschwunden mal wieder. Was haben wir hier? Ein Bild von 4 toten Kindern ist hier. Oh. Seltsamerweise scheint der Klassenraum nicht da zu sein. Es gibt keine Tür. Nur eine schwarze Leere. So krass. Überall die Leichen hier. Ich will gar nicht wissen, wie es hier riecht. Und dazu nichts zu essen und zu trinken. Also ich glaube, ich würde da auch in Versuchung kommen. Oh Gott. Ah. Ja, dieses Mädchen hier ist wahrscheinlich durch einen Schlag auf den Kopf gestorben. Ah, ihr Schädel ist aufgeplatzt und überall trockenes Blut. Ihre zersprungenen Gläser und ein Namenstag sind zu finden neben der Leiche. Emi Urabe. Oh, statische Rauschen hier. Oh Gott, nee, bitte nicht. Okay. Das statische Rauschen, was soll das bedeuten? Schaut da jemand fern, so ganz in Ruhe, und denkt sich so, ja, ich gehe manchmal raus und ermorde Leute. Aber mehr muss ich ja nicht machen. Hab ja ein schönes Leben hier. Man als Geist hat mir sonst nicht viel zu tun, außer die Lebenden irgendwie zu quälen. Na, die Tür öffnet sich auch nicht. Mann, ey. Aber der Typ kann immerhin hier Schränke bewegen. Das finde ich ganz praktisch. Ich weiß nur noch nicht so ganz, was für eine Rolle er noch spielt. Ja, die hatten wir wahrscheinlich auch schon. Oh, 13 von 16. What? Noch 3 Stück? Habe ich eben 4 gefunden. Kann gut sein. Ich glaube nicht, dass am Anfang hier noch was liegt. Aber wir schauen trotzdem mal nach. Bevor ich wieder ins neue Gebäude zurückgehe. Aber immerhin haben wir jetzt schon mal einen neuen Flügel gefunden. Das ist ja was. Ja, da steht was mit Tinte geschrieben. Ah! Ah, okay. Ich habe einen Weg nach draußen gefunden über den ersten Stock, der in einen zweiten Flügel führt. Ich werde es mal überprüfen. Wenn Sie das sehen, Miss Shishido, bitte kommen Sie und finden mich. Ja, jemand hat so eine Art versteckte Botschaft hier hinterlassen. Auf 3 alten Schulflyern. Scheinbar muss man sie übereinanderlegen, um sie zu lesen. Shinosaki. Ich kann sie bestimmt auch verschieben. Nein. Über ein Glas auf dem Boden. Kann ich leider nicht schieben. Es wäre ganz gut, wenn das ginge. Hat er eigentlich auch 30 Leben. Ja. Ach, herrje. Herrje, Mine. Fliegen. Ich sag ja, woher kommen die Fliegen bitte, wenn hier alles tot ist? Nee, ich muss wieder zurück ins alte oder neue Gebäude. Obwohl es heißt, da zerspringt einem fast der Kopf. Warum auch immer, vielleicht ist da irgend so eine Energie, Geisterpräsenz und die will einen natürlich langsam töten oder weiß nicht, also ich kann es mir irgendwie ganz gut vorstellen, wie sich das da anfühlt. Wahrscheinlich so ganz schwere Luft und man fühlt sich einfach unwohl, als wäre man in so einem Raum mit abgestandener Luft. Andererseits glaube ich ja nicht an Geister, von daher. Aber es gibt so Orte, wo man sich einfach nicht wohlfühlt. Ich
könnte mir jetzt die Raucherlounge vorstellen. Ein Flughafen oder so. Ih. Ah. Na gut. Nehmen wir die Infirmary. Nur eine Kerze. Ah. Ja, ich muss so oder so wieder rüber, schätze ich. Ah. Ah. Was können wir denn machen? Ich meine, er kann nur die Schränke verschieben und hier gibt es wohl keine mehr. Ja, da sind die Toiletten. Ich glaube, da gibt es aber auch nichts mehr zu tun, ha? Huh? Ich habe ja erst gedacht, er ist ein Böser, aber scheinbar ist er doch kein Böser. Sonst hätte er vielleicht Yuka schon längst was angetan. Warum sollte er dann so lange mit ihr rumlaufen? Vielleicht ist er ja auch ein Geist. Vielleicht ein guter Geist, der sich hier irgendwie manifestiert hat. Okay, das war schon die, die ich mal gelesen hatte. Ja, und nu? Gehen wir mal zurück in den neuen Stock, ha? Den neuen Flügel. Auch wenn es mir da nicht so gut gefiel. Weil der Streber da schon rumlief, dieser Kranke. Ich frag mich, ob wir die ganzen Türen hier noch öffnen können, irgendwann. Wäre zumindest ganz interessant. So. Also auf. Boah, wie die Musik verschwindet. Unglaublich. Bah. Bah, bah, bah. Na gut. Dann war das halt echt nur, dass wir noch ein paar Leute hier finden konnten, noch ein paar Leichen. Ja, so. Ja. Ja, so schaffen wir es hier nicht durch. Also. Wow, Sugoi. Sugoi ist doch süß, oder? Wahrscheinlich denkt ihr auch so. Ah, oh, so ein starker. Ah! So ein starker Kerl und so süß. Ein süßer Kerl. Sugoi. Hm. Ich meine, der ist halt auch schon sehr sexy mit seinem offenen Shirt. Scheinbar. Nein, eigentlich nicht. Grüner Brust. Nein. Ja, das war's schon wieder. Hier musste der Tisch eben gewackelt oder war das nur wegen der Kamera? Ich glaube, es war die Kamera, weil die so runterging. Ach Mann, ey. Ich frag mich, ob der Streber die ganzen Leute ja umgebracht hat. Weil offensichtlich bringt er ja Leute um. Der einen ging es ja noch einigermaßen gut. Sie war zwar ein bisschen ängstlich und hat rumgeschrien, als wir sie gesehen haben letztes Mal, aber ja, beim nächsten Mal war sie dann tot. Oh, das ist neu, oder? Hä? War die nicht vorher im Kunstraum? Was denn, nicht? Was ist denn? Nichts. Wahrscheinlich nur meine Einbildung. Oh nein, ich ahne Schreckliches. Da ist jetzt ein Mensch. Nein. Drei. Ah, warte mal, das schreibe ich mir auch noch. Oh Gott, ich habe keinen Platz mehr auf dem Zettel. Verdammt! Doch. Habe ich. Haha. Warte. I, warte mal. Is. CHR. Warte mal, das ergibt was. Warte. Drei. So, ich sag's euch gleich. SR. Unterstrich S, also Leerzeichen, I-M-I-R-M. Nee, das sind mehr Buchstaben sogar, oder? Naja, I-M-I-R-M. H-S-E-Y. H-W-D-S-R. H-W-D-S-R. Und dann Leerzeichen S F M B H B K S O H B K S O. Aha. S F M H. Oh. So. Naja, ob das jetzt so viel Sinn ergibt. Also E A S. Dann C. HR Each DE.
Nee, das ergibt keinen Sinn. Ich habe leider keine Ahnung, wie das mit dem Code funktionieren soll, aber wir haben jetzt hier mehrere Hinweise. Vielleicht löst sich das ja von selbst auf. Ich muss mir das vielleicht mal ansehen. Vielleicht mal wirklich off-cam dann versuchen, das Ganze zu vereinen irgendwie, die Hinweise. Vielleicht sind es ja auch gar keine Hinweise. Nee, da komme ich nicht weiter. Da sterben wir dann nur, das wird nicht reichen zum Durchlaufen. Ach nee, die Tür mit der Toilette war ja woanders. Geht's dir gut? Das ist schrecklich. Yuka-chan, Yuka, hast du die Geister der Kinder gesehen? Ja, hab ich. Ich habe die ganzen Nachrichten gelesen, die in der Schule verteilt sind. Und es scheint, als wäre der Geist des Mannes, der die Kinder getötet hat, auch hier irgendwo. Er ist scheinbar sehr groß und hat einen Hammer. Am besten passt du sehr gut auf. Eine Menge meiner Freunde wurden... Ja, und andere, viele, viele, viele Menschen wurden von diesem Mann und den verdammten Kindern getötet. Wie auch immer, wir sollten zusammenbleiben und... es ist nicht zu sagen, was geschieht, wenn wir getrennt werden. Komm, wir müssen deine Schwester und deinen Bruder finden, bevor es zu spät ist. Großer Bruder, ich hoffe, es geht dir gut. Oh. Na, ich weiß ja nicht. Ah, da sind die ganzen Charms, die ganzen Zauber oder was sind darauf befestigt. Das hatten wir auch schon mehrfach. Gehen wir auch zum Rektorzimmer, ha? Na komm schon, tritt doch mal die Tür ein oder so. Oh, Koito. Ich meine, er ist doch so ein starker Kerl. Kannst du nicht die Tür eintreten? Das sollte doch kein Problem für dich sein, oder? Mhm. Ach, die Nummer 4. Ich frage mich, wer die Nummer 5 ist. Wenn wir die finden und wieder lesen, dann passiert was Schlimmes. Das weiß ich. Ja, und jetzt? Wir sind doch hier durch schon überall. Haben alles untersucht. Aber irgendwie... Ja, das war's. Wir haben alles durchsucht. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Und sie muss halt immer noch pinkeln. Mann. Das gibt's doch gar nicht. Nochmal im Kreis laufen, hä? Ich glaube, ich muss die Nachrichten entschlüsseln da, diesen Code, aber das... Ich meine, das Spiel weiß ja nicht, was ich hier mache. Das bringt's ja nichts. Dann habe ich vielleicht eine Info, aber das Spiel weiß es nicht und deswegen... Naja. Warte mal, den Schrank hier. Sugoi. Oh. Was bringt das? Dass wir den Schrank jetzt hier. Das macht keinen Sinn. Warum haben wir den Schrank jetzt bewegt? Nee, keine Ahnung. Ich glaube, das macht. Unterschied gemacht. Was soll denn das?
Ja. Nee. It's not a soul to be seen. Nee, da geht nichts. Hm. Ich weiß ja nicht, Leute. Hat das jetzt was gebracht mit dem Schrank oder war das ja alles Killefit? Offensichtlich ist ja nichts geschehen. Aha. Na toll. Das Gehirn hat sich verspielt. Ich hatte sich ja deswegen umgebracht. Keine Ahnung. Ach man, ich weiß nicht, was ich tun soll hier. Es ist ja keiner mehr da. Wir haben alles durchsucht. Wir haben jeden Raum durchsucht, den wir noch erreichen konnten. Ah. Über Glassplitter. Ah! Du siehst ein Stück eines Bodenbrettes. Jemand hat's abgebrochen. Nimmst du es? Ja, klar. Das Loose Board. Warte mal, kann ich das vielleicht jetzt im Musikzimmer einsetzen? Aber was sollte das bringen? Was sollte das bringen? Dass wir uns vielleicht von der anderen Seite das Klavier nähern können? Quatsch. Nee. Wir müssen es wahrscheinlich irgendwo drüberlegen können. Komm, aufgehört. So, warte mal, ich muss mal überlegen, habe ich noch irgendwo was gehabt, wo ich das Brett drüberlegen könnte? Außer jetzt bei diesen Schädeln da oben. Also nicht hier, anderswo, wo das war. Ach Mann. Bei den Schädeln war ja auch noch was, aber wenn ich da drauf trete, verliere ich Lebensenergie. Das ist ziemlich blöde. Ach, warte mal. Wow, ich glaube, ich habe es kapiert. Das ist der Code. Guck mal. Okay. Oh Gott, soll ich mir das aufschreiben? Ich schreibe es mir mal auf. Das könnte was bedeuten. Warte. 1, 1, 1. 2, 2, 2. 3, 3, 3. 4, 4, 4. 5, 5, 5. 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9. 9. So, jetzt 9, 8, 8, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Oh Gott, bis ich das rauskriege. Muss ich echt off-camp für arbeiten, ein bisschen. 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7. Okay, das ist eigentlich. 7, 7, 7, 8. So. 8, 7, 7, 9. 8, 8. 1, 1, 1. 2, 2, 2. 3, 3, 3, 4, 4, 4. 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das Sinn ergibt, aber... Ja, und dann hier noch 3, 3, 1, 2. 3, 1, 2. So, in der Reihenfolge muss ich das wohl dann jetzt irgendwie die Codes. Warte. S, E, A. Soll ich mir das aufschreiben? Warte. S, E, A. Ich schreibe das. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Also S, E, A. S, E, A. RCA. Ah! Search! Search, Leute! Search. Und dann Leerzeichen. 333. Search. DE. DE. Search Desk. Ah, Search Desk, warte. Search Desk. 444. Äh, 555 I
INS. INS. 666. Inside Mu. Ach, Music, warte mal. Inside Music kommt da bestimmt bei raus. Music Room. Music Room. Das war die erste Zeile. Zweite Zeile ist dann 9. Warte. 9, das sind immer, ja, sind immer 9 R. 8, 8. row? Ne, okay. Search Desk Inside Music Room. Das mache ich jetzt erstmal. Aha, pass mal auf. Haben wir schon mal einen kleinen Hinweis. Aber die zweite Zeile werde ich dann anders mal übersetzen. Ich habe das ein bisschen hässlich aufgeschrieben. Warte mal. Gar nicht so blöd eigentlich, ne? Bin ja gar nicht so blöd. alle einfach mal absuchen jetzt. Wie gesagt, das Spiel weiß nicht, was ich machen muss. Also, das Spiel hat mir jetzt zwar den Tipp gegeben, aber hat es nicht explizit gesagt. Ah. Vielleicht muss ich das von der anderen Seite untersuchen, von oben oder so. Geht auch nicht. Ja, ja. Search Desk Music Room. Ich kann den nicht untersuchen. Also Desk ist ja ein Schreibtisch, aber... Warte mal, ich übersetze das mal weiter. Oder ich suche mal weiter. Search Desk Inside Room. Ne, warte. Inside Room? Was habe ich da jetzt übersetzt? Room. Ja, Inside Room. So, 9 ist R. Nächstes. R. Dann 8, 8. Die anderen haben nur 8 Buchstaben. I. I, G. R, I, G. 1, 1, 1 ist dann H. Right. Right. Genau. Right. 2, 2, 2 wäre dann S, I, E. Side vielleicht? Warte. 3, 3, 3. E. Right side. Okay. Die anderen sind dann leer. Right side. 4, 4, 4. Y. Hä? Y? Gar nichts? Right side Y? Hä? Okay. Warum habe ich das Y? Right side Y. Ja gut. T. 5, 5, 5 ist dann H. E. Right side the. The. 6, 6, 6. W. A. I. N. Wing. Wing? Warte. 7, 7, 7. 6, 7. D. Nee, Wind. Wind? Okay. Window. Window. Ah. Okay, Window. Warte noch die letzte Zeile, Leute. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen doof, weil ihr das nicht seht. Ah, okay. 8. 7, 7 ist dann das letzte. 3, 6. Nein, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, das ist dann S. 7, 7. SEC. SEC. 9, 8, 8. O. ND. Second. Second. So, second. 1, 1, 1. Das ist leer. Dann DE. DE. 2, 2, 2. Second. Desk. Desk.
Leerzeichen. Second Desk, 333, ist F-R-O. From wahrscheinlich. 444 ist M, oder Leerzeichen. T. From the. B. Warte mal, from the. From the. Das macht mich ja ganz wahnsinnig mit diesem Gedonner, die ganze. From the. 555, from the. 666 ist da. B, A, C. Back. From the back. Ah, ich hab's, okay. Search desk inside room. Right side of the window. Second from the back. Also das hier. Den hier. Ja, okay, das geht nicht. Ah! Es gibt einige Sätze auf den. Oh Gott, Leute, ich hab's. Der zweite vom. Oh Mann. Ihr wollt, ich werde es mal. Wenn ich dran denke, werde ich euch das einblenden, die Buchstabenkette. Und ihr könnt selber mal versuchen, ob ihr das rauskriegt. So. Ach Mann. Auf jeden Fall sind da verschiedene Sätze eingeritzt. Kaori, sei sehr vorsichtig bei den grünen Schädeln, die auf dem Boden verteilt sind. Sie können dich töten. Ich bin in einen Spiritualisten hier gelaufen, der Schuhe hinterlassen hat, die mit heiligem Wasser gesegnet sind. Wenn jemand sie trägt, dann, was? Mit alle Tenants in Joint's Hands. Achso, wenn man daran glaubt und nur dann, ist es sicher, über diese grünen Schädel zu laufen. Jedes Mal, wenn ich diese Körper sehe, die hier gestorben sind, fühle ich, als würde ich aus Sorge verrückt werden. Ich bete, dass du lebst. Dass du es überlebst. Ah, das sind Schuhe unter dem Schreibtisch. Jawoll, die nehmen wir doch. Die Blessed Shoes. Oh Mann, Leute. Oh nein. Aha. Schön. Schön, schön. Wir gehen jetzt einfach mal, ja? Wir gehen jetzt einfach mal. Oh Mann. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr hier sein. Ich will das nicht mehr durchstehen müssen. Das ist doch unmenschlich. Oh, da war wieder das Ding. Diese Seele. Oh. Erstmal speichern, Leute. Sicher ist sicher. Ich habe zwar nicht viel geleistet, aber... Oder? Ach nee, kann man mich jetzt ewig latschen. Wir versuchen es einfach mal. Aha. Wir glauben an die Schuhe. Ah, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Ja. Und das leuchtet auf dem Boden. Und zwar ein Crystal of Unsealing. Ah. Was ist denn da, Yuka-chan? Was ist denn los, Yuka? Ich muss wirklich auf die Toilette. Oh, du hast es doch nicht die ganze Zeit eingehalten, oder? Ja, doch. wir sollten einen Ort finden, wo du dich hier leichtern kannst, aber die Optionen scheinen sehr begrenzt zu sein. Naja. Aber dann Records. Aha. Oh, herrje. Herrje, Mini. Ich glaube, ich weiß schon, wo wir hin müssen. Wisst ihr es? Ja. Die Tür, die ganz versiegelt war mit allen möglichen Zaubersprüchen oder Charms eben. Die da. Okay, der Kristall ist zersprungen. Die Schutzzauber, die auf der Tür waren, sind komplett verschwunden. Jetzt kann man sie ohne Probleme öffnen. Ja, sie scheint jetzt benutzbar zu sein. Wirst du... Kannst du alleine reingehen? Ja, wird schon. Okay, dann geh rein. Ich warte hier auf dich. Danke. Oh Mann, Leute. Das ist die kleine Yuka. Das geht nicht. Hä? Was
ist denn jetzt los? Wer ist das denn? Kisami! Kisami, bist das wirklich du? Kurosaki! Kurosaki, du lebst noch! Yokatta! Du auch, es tut gut, dich zu sehen! Endlich jemand, der auch nicht tot ist an diesem gottverlassenen Ort! Was? Ich war schon mit meinem Latein am... Also ich hatte schon keine Hoffnung mehr. Oh, ich sag's dir. Draußen gibt's nichts als Bäume, soweit das Auge reicht. Ich dachte, ich könnte einfach durch die Wildnis, aber scheint, als wärst du einfach nur verloren im Wald. Wie man es aus Videospielen kennt. Wenn du einmal reingehst, kannst du nicht mehr raus. Also, was zur Hölle ist das hier für ein Ort? Verdammt nochmal. Es gibt hier wirklich, wirklich Geister, weißt du? Ich denke, wir stecken hier fest für immer. Ja, es gibt keinen Weg raus für keinen von uns. Hast du Mitsuki gesehen nebenan? Sie ist tot. Ja, habe ich. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Es fühlt sich an, als gibt's eine besondere Zahl. Eine besondere Zahl der toten Körper, die... Was? Die ein Mensch sehen kann in seinem Leben. Und ich schwöre, in der letzten Stunde habe ich, glaube ich, diese Quote schon längst überschritten. Erst gestern hat Mitsuki ihren Freund abgeschossen. Und weil sie herausgefunden hat, dass er sie mit anderen Frauen betrügt. Mit drei anderen Frauen betrügt. Und sie war den ganzen Morgen schon down deswegen. Also habe ich ihr diese dumme Textnachricht geschickt während dem Unterricht, um sie aufzuheitern. Sie war ganz schön wütend deswegen. Aber sie hat mir einen Danke zurückgeschickt in der nächsten Stunde. Ich denke, das hat sie ein bisschen aufgeheitert. Aber jetzt ist sie tot. Sie wurde von Geistern getötet. Ich glaube, es war eins dieser Kinder. Oh! Alter! Kisami! Er hat ihn erstochen. Kisami, was machst du da? Ach du Scheiße. Er hat ihn einfach umgebracht. In diesen Wänden. Ist es egal, ob du von ihnen oder von mir getötet wirst. So oder so, du bist tot. Oh Mann. Oh Satoshi, wo ist... Nanda, dostanda ore? Was zum, wo bin ich? Was ist passiert? Wurde ich niedergeschlagen? Vielleicht von dem Typ? Yuka! Yuka, doko da? Yuka, bist du hier? Oh nein, ist sie nicht. Wir sind im Staffroom. Alles klar, Leute. Ich mach mal Pause hier. Danke fürs Zusehen. Oh Gott, ist das spannend. Dieser Typ, ist das auch so ein Verrückter, der alle umbringt? Oh nein, es wird immer schlimmer. Und Yuka ist ganz alleine auf der Toilette und... Oh Mann. Ich danke fürs Zusehen. Ihr schaltet ein nächstes Mal zu Corpse Party. Bis dann. Tschüss.